Was wollten wir? Wir wollten einen Spiegel bestellen. Spiegel sind zwar auch teuer. Aber egal, wir bestellen 10 Spiegel. Und Reifen könnten wir eigentlich auch noch ein paar bestellen. Was wir haben, haben wir. Sind wir zwar wieder blank, aber egal. Wie sieht's mit Kraftstoff aus? 193, okay, geht noch. Wunderbar. Ach, süßes Auto. Wir müssen halt jetzt erstmal hier die ganze Zeit nur ein oder dasselbe machen, bis wir das hier die Quest erledigt haben. Dann können wir bestimmt auch wieder was Neues machen. Na komm, werd fertig. Ich zahle echt 150 dafür. Dafür, dass ich den hier Auto putze. Wieso nicht, ne? So, was hast du hier Schönes? 3 Reifen. Gut, dass wir gerade Reifen bestellt haben, ne? So, zack, 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 zack. Dann schnell rüber zum Lager wieder. That'll do. Und tschüss. Ach, hier steht jetzt auch dran, Workshop. Cool. So, Tank müssen wir auch mit einem. Halt, Spiegel. Halt mal hier. Ups. Den Tank machen wir schnell, weil das ist ja die nächste Aufgabe, die fertig werden muss. Werden wir haben. So, Reifen wieder. Wie gesagt, schön wäre es halt auch wirklich, wenn man sehen würde, was hat man gerade in der Auslage liegen. Wie viel müsste man noch besorgen oder sowas. Aber man sieht ja nur das, was man noch im Lager hat und nicht, was man schon rausgelegt hat. So. Ein Spiegel. Ist doch schon ein schöner Preis. Müssen wir schon wieder bestellen? Zigaretten sieht noch ganz gut aus. Naja, Zigaretten, Alkohol, würde ich fast sagen. Ne? Zigaretten, Alkohol ging ja. Und Kartzeug. Lieferung, Produkte, Zigaretten. Alkohol. Und was habe ich gesagt? Autoteile Sachen, ne? 350, 170, okay, vom Preis. Dann könnten wir noch Snacks drauf schmeißen.
Noch mal gucken, Lager reicht, Preis reicht. Gut. Dann bestellen wir wieder was, dann haben wir gleich wieder was da. Und gehen das mal wieder tanken. Mehr haben wir nicht mehr, ne? Ja, ist nur noch die Zeitung. Gut. Waschanlage, gut, gehen wir hinter die Waschanlage. Er ist gleich fertig. Ich würde es mal probieren, mit dann 200 Dollar in der Hand zu drücken, damit er weitermacht. Es sei denn, der Bonus muss jetzt mal steigen. Das wäre natürlich blöd. Ja, wenn es dann gut läuft, da können wir uns wirklich 24/7 die Leute arbeiten lassen. Kostet zwar extra viel. Aber das ist dann halt so. Drucker ist auch schon wieder gelb, ey. Werden wir bald wieder runtergehen müssen, Druck nachfüllen. Geh weg. Pfui. Will nicht in deinem Kopf reingucken. So. Achso, Lagerhaus ist offen. Ich komm schon. Könntest du eigentlich auch ausladen. Einfach rausnehmen und da hinten hin tun, ne? Ist jetzt nicht so schwer. That'll do. Tschüss. Eine Werkstatt ist da, da können wir wieder hochfahren. Damit er uns nicht wegfährt erstmal. Ich muss sagen, also finanziell läuft es gerade ganz gut. Oh, warte, er ist gleich fertig. Sollen wir kurz bei Angestellten gehen, zu ihm, sprich Bezahlung, Prämie. Ah, natürlich hat er genau in dem Augenblick aufgehört. Aufgabe. Tankstelle reinigen. So, hier haben wir nichts. Die Hürden sind voll. Hier haben wir auch nichts. Das machen wir voll. Mensch. Die Snacks. Alkohol. Getränke noch nicht, ne? So, nur noch die Zeitung. Wunderbar. Werkstatt. Das heißt, wir können die wirklich für 200 pro, keine Ahnung, Tag oder was auch immer, die durcharbeiten lassen. Und gerade sie ist an der Kasse, macht er jetzt hier gerade einen super Job. Noch ein Rad da drüben. Ich will dann aber nicht wissen, wie hoch die Rechnung ist, die ich dann einmal zahlen muss, um hier Ich weiß nicht, was unser Mitarbeiter für Probleme hat, dass der hier immer so durch die Kante fliegt. Das ist echt spooky, mein Lieber. Darf ich das mal sagen? Das ist echt spooky. So, Stift. Die Tür. Wenn hier dann noch die anderen Sachen dazukommen, dann wird das ein Spaß. Ein Spiegel.
Tschüss. Ja, das läuft auch. Wir haben genügend Sachen jetzt im Angebot. Die können sich bedienen. Hier streichen wir mal wieder weiß. Also gerade hier drinnen sollte es schon schön aussehen. Da muss es jetzt nicht unbedingt so runtergekommen sein. Ich frage mich halt, wie da die ganze Zeit die Flecken an die Wände kommen. Okay, hier nochmal. Rauchen ist ungesund, Herr Polizist. Lassen Sie es mal. Die möchte ein anderes Eis haben, weil ich es nicht im Angebot habe. Das tut mir leid. Ich kaufe nur günstig ein. Warum putzt der hier eigentlich nicht? Wo ist er denn beim Putzen? Ach, da hinten putzt er. Okay. Waschanlage noch mal. So. Wer ruft denn hier? Wenn wir den Wasserstrahl ein bisschen besser sehen können, können wir das auch ein bisschen besser eintakten, wo man hier hin soll. Könnt ihr auch mal einen Schritt weggehen, wenn ihr andere an ihrem Auto arbeiten, ne? Gerne doch. Wie sieht's mit Druck aus? Gelb. Wird das nicht mehr lange mitmachen? Sie ist am Ausruhen gerade. Ich lasse sie mal ausruhen. Vielleicht klappt das ja, dass die dann bei der Kasse zwar dann alle anstehen. Aber egal, dass sie das halt nicht braucht. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Genau. Und optional kann ich dann immer noch mal eingreifen, wenn ich das will. Und die Kasse übernehmen. So, schönen Tag. Siehst du, jetzt kann ich nämlich immer noch die Kasse machen. Ich will nur mal das haben, was ich nicht im Angebot habe. Dann habt ihr Pech. Ich kann auch nicht alles haben. Nächster bitte. Kim hier bitte. Also, habe ich nicht gesehen, dass da noch jemand ansteht? Die Kochzeitung. Was ich auch nicht verstehe, warum der für die Zeitung so viel Platz einnimmt. Kraftstoff. Was hupt ihr denn hier, Leute? Schön weiter putzen. Hallo, putzen.
Dankeschön. So, da geht er in die Kasse. Da gerade nichts an Sand steht, kann ich auch die Kasse machen. Ich guck mal, vielleicht kommen wir auf 2000 hoch und dann könnten wir ja schon mal die befestigten Straßen holen. So. Autopflege-Snacks haben wir noch, Alkohol haben wir noch. Wir haben eigentlich so gut wie nur alles noch. Also, Werkstatt. Also daher sieht es ganz gut aus. Mal gucken können, nicht einfach noch ein paar Zigaretten holen. Alkohol ist auch sehr begehrt. Und Eis nehmen wir mal mit. Ne? So. Bist du hochgefahren? Du bist hochgefahren. So, sie kann gleich die Kasse übernehmen, halt. Die schicken wir auch gleich zur Kasse rüber. Wir müssen da nämlich Kraftstoff kaufen. So, hopp. Aufgabenliste. Wie die Kasse. Gut, das haben wir gemacht. Was brauche ich jetzt? Achso, Benzin wollten wir bestellen, ne? Moment, ich gehe nochmal hier hin. Lieferung, Kraftstoff, volle Ladung. Ich bin nochmal 500. Ich habe hier vorne ein Rad. Gesagt, wenn man dir das nicht jedes Mal neu sagen müsste, was die machen sollen, fände ich das schön. Auch wenn die Genie sich ausruhen, kommen wieder und machen gleich wieder ihren Job weiter. Das wäre so schön. So. Jo, schönen Tag. Ist deutlich einfach angenehmer, wenn die, wenn ich nicht erst das Tor öffnen muss, sondern die das schon alles haben. Wunderbar. Was hatten wir noch? Wir hatten Alkohol hatten wir noch, ne? Ne? Noch irgendwas? Rainbow Six. Ach, das Eis. Das Eis hatten wir noch. Im Eis hatten wir auch gar nicht nachgeguckt, ob da überhaupt noch was da ist. Ein bisschen was ist noch da, ja. Kraftstoff noch? So, ist der LKW schon da? Der kommt gerade mit den... Nee, doch, LKW... Treibstoff, liebe... Jaha, Leute. Tut mir leid, ich muss erst mal auf... Ich stehe mir jetzt gerade hinten drauf gefahren. Leute. Nur um stressen die Leute. Hat sich noch irgendwas bestellt? Nee. Hoppala. So, wir haben Fahrzeuge repariert, abgeschlossen. Jetzt sind wir bei Kunden bedienen und Fahrzeuge betanken noch. Gut, kümmere ich mich mal um die Waschstraße. Okay, also Druck geht sogar noch bis rot ohne Probleme.
halt wirklich erst, wenn es alle ist, so sowas. Na komm. Das sagt doch nicht, dass du fertig bist. Da lässt du Corinna es auch mal so richtig knallen, ne? So krachen. Dann, ihr Lieben, alle. Trink ein Schlückchen. Explosionsgefahr. Ich kümmere mich mal kurz, dass es der Kanal sauber wieder sauber wird. Ne? So, hat da jemand Hunger? Ups. 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 Ah, zu kurz kriegst du gleich noch, Clement. Okay. Und Krogi, was hältst du davon? Wenn du einfach in das Wasser gehst und dir selbst rausbrichst, da brauchst du dir nicht runtergehen und es auffüllen. Ich finde das super. Hm? Ich? So, Kraftstoff und Werkstatt. Also das läuft. Also finanziell läuft es gerade richtig, richtig rund, muss ich schon sagen. Was haben wir hier? Achso, du musst erst hoch, ne? Räder. Werden wir bald wieder neue brauchen. Vorne wieder ein Rad. Also die Waschanlagenaufgabe ist halt nicht so geil. Aber naja, nee, gehört halt dazu. So. Ihr Lieben, ich mache mal eine ganz kurze Pause. Muss mal um die Ecke springen. Ich bin gleich wieder da. Also Waschanlage haben wir noch. Kasse ist gerade. Wird ja gerade gemacht. Er hat Pause, das passt auch. Also unser Mitarbeiter. Wir können uns bestimmt schon einen dritten jetzt holen. Was an sich auch nicht verkehrt wäre, wir könnten hier mit 3 Mitarbeiterleuten neu arbeiten. Der eine macht dann Pause, was das die Kasse angeht. Dann spielt der nächste die Kasse. Könnte man mal probieren. Ich will jetzt erstmal gucken, ich hätte ja gerne erst die befestigten Straßen. Einfach das ein bisschen schöner darzustellen. Achso, wir sind schon fertig. Achso, weil ich nur noch gucken wollte. Ich schau mal da mit euch gleichzeitig. Man konnte doch Sandsturmereignisse sein. Wenn aktiviert standardmäßig werden gelegentlich Sandstürme erzeugt, die anschließend aufgeräumt werden müssen. Lagerdiebstahl hatten wir bis jetzt noch nicht, deswegen sehe ich da jetzt noch keinen Grund. Aber diese Sandsturm-Busparty ist auch in Ordnung. Dennis-Vandalismus von mir aus. Aber diese Sandstürme halte ich erstmal aus.
Wir können gerne später die wieder anschalten. Es sei denn, ihr seid da total dagegen und sagt nie. Macht die sofort wieder an. Aber ich finde die halt nervig. Ich sag ehrlich, die finde ich nervig. Weil es halt gerade mit diesem kleinen Bagger dann so viel Aufräumarbeit ist. Achso, sie kassiert schon wieder ab. Sehr schön. Wir haben jetzt alles abgelegt. Genau, wir haben alles abgelegt. Und dann brauchen wir jetzt erstmal scheinbar nichts, weil wir sind gut ausgestattet.